Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gwent-Deckschmiede. Heute mal wieder mit einem Monster-Gedeihen-Deck mit den Früchten von Yggdrasil. Ein ziemlich interessantes Deck, was tatsächlich überraschenderweise besser funktioniert hat, als ich gedacht habe. Sie haben mit den letzten Patches ja immer wieder dieses Deck ein bisschen gebufft. Ghule haben einen kleineren Buff bekommen, der Alpha-Werwolf hat einen kleineren Buff bekommen, dass die jeweils eine Stärke mehr bekommen haben, was relativ toll war. Das waren auch eigentlich schon fast die größten Änderungen. Ja, ansonsten Speerspitze Schlaf hat irgendwann mal den Whale-Effekt bekommen, der jetzt nicht ganz so nützlich ist. Das Wichtigste in diesem Deck ist tatsächlich eigentlich, dass man dieses Deck relativ schnell machen kann. Das ist das Deck, was ich auch immer ganz gerne Startern empfehle, nur in einer abgeschwächten Form, ne? Nur mit ein bisschen weniger Länge deren Karten, aber das ist so ein Deck, was man da aus diesem Starterdeck weiter entstehen lassen könnte. Man macht sich halt die paar legendären Karten. Das Deck funktioniert momentan relativ gut, weil es halt eins kann. Es kann eigentlich auch nur eine Sache richtig, richtig, richtig gut, und zwar pushen. Wir wollen die erste Runde gewinnen. Das machen wir meistens, indem wir früh anfangen mit ein paar Gedeihenkarten. Wir haben die Neckar, wir haben die Larven, wir haben unsere Anführerfähigkeit, die quasi eine eigene Larve ist oder ein eigener Neckar, je nachdem wie man es sieht. Die hat nur leider keine Rüstung. Und dann spielen wir immer und immer und immer stärkere Einheiten aus. Das heißt, wir fangen an mit Larven, Neckern, danach kommen so Karten wie Bruxa oder der Ertrunkene, Reiter, Greifen kommen irgendwann, Alpha-Werwolf, Strigger, Beast, dann am Ende kommen unsere dicken Einheiten, Goliath, Speerspitze, ganz am Ende noch so Jigen und die nicht schlafende Speerspitze, also die eigentlich die richtige Speerspitze, ne? Speerspitze meint die Speerspitze Schlaf, aber ja. Und dann buffen sich die Gedeihenkarten immer wieder hoch. Nämlich immer, wenn wir eine Karte ausspielen, die stärker ist von der Basisstärke als unsere Gedeihenkarten, dann werden diese Gedeihenkarten halt einen Punkt stärker werden. Und Ziel im Deck ist es wirklich, die erste Runde zu gewinnen, zweite Runde so gut wie möglich in den Gegner eine kurze Runde zu drücken, und in der kurzen Runde kann dieses Deck immer noch ganz ordentlich Punkte machen. Wenn man dann noch sowas hat wie eine Speerspitze, wie einen Oswell oder halt auch noch kleinere Karten, dann machen die trotzdem noch relativ viele Punkte. Das ist das, was das Deck gut kann. Auf einer langen Runde gegen sehr starke Engine-Decks wird es wahrscheinlich nicht überleben. Das ist das Problem. Wir haben zwar die Gedeihenkarten, die auch wirklich Engines sind, aber wenn die uns relativ früh rausgehauen werden, und das geht momentan am Anfang relativ leicht, gerade weil die Neckar keine Rüstung haben und nur einen Punkt haben, sowas wie Präzisionsschuss oder Wehrkarte oder sonstiges können die Neckar einfach sofortig weghauen, und dann verlieren wir halt unsere stärksten Engines. Und von den Punkten her, Speerspitze ist zwar relativ toll, gibt aber in anderen Decks bessere Karten, ne? Also Speerspitze, eine Novigrader Gerechtigkeit macht eigentlich fast genauso viele Punkte, wenn nicht sogar mehr als die Speerspitze, und kostet 3 Provisionen weniger. Trotzdem, das Deck ist einfach dazu da, erste Runde zu gewinnen, zweite Runde zu bleeden, dritte Runde kurze Runde pushen. Es gibt auch teilweise manchmal Fälle gegen Monster oder so, ist natürlich relativ schwer, dieses Deck zu spielen. Also es funktioniert gegen alles, was man bleeden kann, alles, was in der kurzen Runde nicht so toll ist. Gerade wenn man auf Even gewinnt oder so, es kann gut gegen Skellige funktionieren. Es könnte gut gegen Squirt Hell funktionieren, kommt auch mal auf Squirt Hell Deck drauf an, was es spielt und was sie schon rausgehauen haben. Es kann gut gegen die Nördlichen funktionieren, es sei denn, man kriegt die lange Runde, dann funktioniert es gegen die Nördlichen nicht so gut, weil dann haben sie einfach zu viele Engines. Und wenn man tatsächlich einen Gegner gut bleeden kann, dann ist es ein ziemlich starkes Deck aktuell. Was ich tatsächlich nicht gedacht hätte. Aber wir haben mit dem Deck eigentlich ein paar ziemlich gute Runden gehabt. Guckt es euch ganz gerne mal an. Es ist sehr simpel zu spielen. Man will einfach Dominanz zeigen. Und wenn möglich, 2-0 gewinnen. Manchmal kommen da sehr knappe Ergebnisse raus, aber gewonnen ist gewonnen. Ne? Manchmal kommt es auch so ein bisschen aufs Zielglück drauf an. Aber das ist so, wie es in Gwent ist. Es ist ein ziemlich lustiges Deck. Und ich denke, wenn man sich dieses Deck aber relativ früh am Anfang macht, weil es auch gar nicht mal so teuer ist, dann kann man damit relativ gut die Leiter hochklettern. Aber ja, viel Spaß mit den Runden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao. Da ist der Hunger. Was soll ich denn verlosen, Maskenballer? Ich habe nichts zum Verlosen. Ich habe leider nichts zum Verlosen. Okay, wir brauchen Gulnig für die erste Runde. Nochmal Larven sind relativ knorker. Nagelfar, wir haben auch schon Auberon. Nagelfar kann uns noch Oswell, Beast oder Dingens rausholen. Ich hätte eigentlich ganz gerne noch einen anderen Eroberer. Monster können aber wenig mit Neckern anfangen. Also die können die nicht so schnell zerstören, was ganz gut ist. Das heißt, wir können uns da erstmal aufbauen. Behalten wir die Hand so. Also wenn ich es halt könnte, würde ich euch was von den Fetzen abgeben. Ich kann es aber leider nicht, ne? Das ist das Problem. Kenne ich ihn, dann schreie ich mich selbst an. Ich mache das nicht. Manchmal macht man halt Fehler.
Was soll man sagen? Manchmal macht man halt Fehler. Das kann jedem passieren. Der macht das jetzt wie Trump, man kennt deinen Sieg nicht an. Okay. Wir zerstören ihm erstmal eine von seinen... Aber wir zerstören ihm sogar seine Bruxa. Larve würde ich ganz gerne noch für die nächste Runde aufheben. Ich denke, wir können auch die Runde ohne Larve schaffen noch. So, erstmal zerstören wir unseren Neckar. Es war doof, dass wir den Neckar zerstören, aber ja, das Deck hat ein extrem starkes Tempo. Das ist der Vorteil in diesem Deck, ne? Nur jetzt Monster auch eine kurze Runde drücken, kann halt sehr komisch werden. Okay, wir opfern erstmal unsere kleinen Monster. Kleinen Monster? Und jetzt wollen wir halt möglichst gegen Hunger was rausholen. Da haben wir noch einen Ghoul, der ist ganz gut. Wir haben noch einen Neckar, der ist ganz gut. Und wir haben noch einen weiteren Greifen, der ist ganz gut. So. Ja. Was will ich mehr? Beast wäre vielleicht noch ganz gut zum Pushen. Wenn das nicht aufhalten kann. Ich würde auch vielleicht sogar... Will ich einen Greif ablegen? Ich denke mal, wir werden Greif ablegen. Zwei Ghule brauche ich nicht. Speerspitze schlafen, das ist ganz gut. So, wir fangen aber erstmal hiermit an. Weil die Anführerfähigkeit hilft uns jetzt, dass Mihun vielleicht sich unsere Anführerfähigkeit klaut. Und dann haben wir quasi die Anführerfähigkeit wieder. Das heißt, er gewinnt zwar eine Karte, aber wir verlieren auch nicht wirklich eine Karte. Okay, ein Werkkater. Das kann natürlich gegen die Neckar passieren. Neckar sind immer noch sehr schnell kaputt machbar. Ein Eichhörnchen, was macht er kaputt? Er macht den Goliath kaputt. Ja gut. Wir haben Jigen. Goliath ist sowieso die Karte, die wir wahrscheinlich am wenigsten fressen wollen würden. Hitzewelle, ist nicht schlimm. Wenn wir tatsächlich die Reiter rauskriegen, dann ist es Jackpot für uns. Schade. Aber wir kriegen Andale Obra. Und wir kriegen Doppelgedeihen. Und wir haben noch für den Ghoul nächste Runde was. Wir können jetzt noch das Biest rausholen. Nächste Runde hätten wir dann den Oswell. Vampire. Er hat auf jeden Fall Miuna nicht gezogen. Der scheint auch sein Szenario nicht zu haben. Aber es ist immer noch doof, Monster in die kurze Runde drücken zu wollen. Weil die haben natürlich auch sehr gute Karten, dagegen gegenzuwirken. Da sind die Reiter. Er hat die Dominanz. Aber wir kriegen jetzt nochmal 2 Punkte pro Runde. Und wir kriegen jede Karte, die wir ausspielen, gibt nochmal 3 Punkte extra wegen Gedeihen. Die Harpier. Er hat keine Todeswunschkarten mehr. Das könnte ihm zum Verhängnis werden. Wenn er jetzt halt wirklich nur schlechte Karten auf der Hand hat.
Okay, Speerspitze. Er hat die Dominanz noch. Speerspitze gibt uns aber nochmal extra 15, 17 Punkte. Da muss er rankommen. Okay. Hitzewelle ist raus. Spielt auch ohne Frost. Hat noch eine weitere Harp hier. Hat aber keine Todeswunschkarten zum Fressen. Ne? Kann auch das Ei fressen. Muss aber seine letzte Karte noch ausspielen. Und seine letzte Karte ist nur der Höhlentroll. Und der Höhlentroll wird nicht ausreichen, weil wir gewinnen damit um 2 Punkte. Dominanz gezeigt. 2-0. Das ist, was dieses Deck machen will. Sogar gegen Monster. Aber er hat auch eine echt schlechte Hand. Er hatte keine Todeswunschkarten. Also hätte er noch einen Kaiser-Manticore oder sowas gehabt, dann wäre es halt echt übel für uns gewesen. Er hatte halt nur Konsumierer. Aber nicht mal ein Szenario oder so gezogen. Also er hatte echt keine gute Hand. Aber ja. Monster 2-0. Bitte. Oh, Redcoin gegen Präzisionsschlag. Das ist Zucker, meine Freunde. Das ist Zucker. Oh, Präzisionsschlag auch noch. So, wir legen eine Bruxa ab. Jigen behalten wir. Ich werde den Decker ablegen. Okay. Ich frage mich schon, seitdem ich die Videos gucke, was ist der Sinn der Stadtwache? Es gibt keinen Sinn hinter der Stadtwache. Die Stadtwache ist einfach nur da. Die Stadtwache macht einfach nur Angst. Und die Stadtwache ist halt so ein bisschen... Also teils benutze ich sie als Schutz. Beziehungsweise, dass ich halt mal so ein bisschen Off-Cam sein kann. Und teilweise ist sie halt einfach nur da, um lustig zu sein, weil die Stadtwache war so ein Running-Gag. Ein ewig langer Running-Gag. Okay. Ja, er schädigt sich ja selber, also ist das okay. Da können wir auch die Rüstung wegnehmen. Und sie bringt Glück, genau. Also die Stadtwache ist so ein Maskottchen, kann man fast sagen. So. Moin, Dusty. Insgeheim ist die Idee nach dir designt, wohl nur nichts sagen. Es gibt ja tatsächlich viele Karten, die nach irgendwelchen Charakteren designt wurden, die halt auch im echten Leben was mit den Spielen oder so zu tun haben, ne? Aber ich glaube, Stadtwache zählt da nicht wirklich drunter. Zum Beispiel die Kerak-Fregatte ist halt, oder der Piratenkapitän. Ist halt eine Karte, die, ja, ich glaube, wir können den Greifen ausspielen. Der Kerak Marinekapitän oder wie hieß der nochmal? Soldat oder so? Der ist ja designt nach dem Art Director in Gwent. Will ich hier wirklich die Runde ausspielen? Ah, wir benutzen erstmal einen Goliath, oder? Wobei Jägen jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Er hat leider nur 5 Rüstung. Aber egal, oder? Benutzt man Goliath? Was ist das Stärkste, was er im Deck hat? Ein Sheldon's Gex. Dann ist Sheldon's Gex raus. Ist auch nicht toll für ihn. Ja, die Stadtwache ist eine Frau. Okay, vielleicht hat er kein Tadel mehr. Hitzewelle ist nicht so schlimm. Hitzewelle ist raus. Wir haben immer noch die Dominanz.
Reiter erstmal, wegen Gedeihen. Wegen Thinning. Also wenn Präzisionsschlag wirklich eine sehr schlechte Starthand hat, dann kann es halt echt hart sein, für die aufzuholen. Okay, Dominanz brauchen wir nicht mehr wirklich. Ich würde nur wahrscheinlich trotzdem ganz gerne das Trigger ausspielen jetzt. Auch wenn die nicht so viele Punkte macht. Einfach, sie macht zwar einen Punkt weniger, gibt uns auch das Gedeihen. Amtec Mosby. Stadtwache zaubert immer ein Lächeln ins Gesicht. Elvis Feldin haben auch ganze Arbeit geleistet mit der Stadtwache, mit dem Headset und der Brille, ne? Und Blackie. Na, was hast du noch? Passt. Okay, erste Runde auf ihm gewonnen. Zweite Runde wird jetzt hart gepusht. Entweder er hat die Antworten auf der Hand, dann wird er die Runde wahrscheinlich noch überstehen. Wenn er die Antworten nicht auf der Hand hat, dann wird es ein Problem für ihn, weil dann werden wir wahrscheinlich gewinnen. Okay. Hätte ganz gerne eigentlich noch meine Nuggelfarm, meine Goldkarten. Ich werde mal die Neckar ablegen, gerade weil bei dem Matchup Neckar relativ leicht sterben können. Das ist eine sexy, sexy Hand, meine Freunde. Er braucht seine Antworten. Wir haben leider Oswald noch nicht, aber den kriegen wir nächste Runde. Aber wir haben zumindest mit Oswald was zum Fressen. Und Alpha Werwolf ist auch... Ich weiß noch, als Alpha Werwolf 6 Punkte gekostet hat, aber nur 4 Punkte hatte, ne? Okay. Jens Gags wurde weggeworfen. Auberon diese Runde schon, ich denke ja. NL Riders, attack! Der Dream. Nothing rivals skinning a unicorn. Their hair so silky. Der Dream. Dominanz brauchen wir nicht. So, was haben wir zum Fressen auf dem Friedhof? Wir haben eine Achter, das heißt, der ist 10 Punkte, das ist okay. Frage ist, ob er Gerechtigkeit hat. Oniromantie, Gord. Okay, er benutzt auch direkt seinen Anführer. Die hat er schon mal nicht gebufft, das ist interessant. Snack mal den Greif. Bumm. Wieder 14 Punkte vorne. Und ich glaube, selbst wenn er jetzt die Hand hat als Antwort, dann wird es halt relativ hart für ihn, weil die letzte Karte bringt uns nochmal 14 Punkte. Wobei seine Gerechtigkeit müsste eigentlich 2 Sechser-Zwerge rausholen, wenn er die mit dem Allgott gebufft hat. Da ist der Gord. Oh, der ist ja so winzig. Ich glaube, Gord ist ein bisschen ins kalte Wasser gekommen. Okay, und selbst wenn, er hat für die nächste Runde nichts mehr. Skeks raus, Gord raus. Wenn er Gerechtigkeit nicht hat, dann wird's übel. Okay, er hat dich noch. Das reicht nicht aus. 2 Punkte gewonnen. Sag doch. Gegen Präzisionsschuss ist das Deck Zucker auf Redcoin. Da kannst du richtig Druck machen. Stadtwache bringt's immer. Skelliger. Ah, wieder Bluecoin. Wieder den pösen Bluecoin. Okay, Neckar erste Runde. Dann war's das mit Neckar wahrscheinlich auch. Larven behalten wir noch eine da, ein Oberer, wir haben Auberon schon, Goliath, Dingens, ja, Nagelfar,
Könnten wir versuchen, noch irgendeine gute Goldkarte rauszuziehen oder nächste Runde zum Pushen. Skellige kann auch problematisch werden, wenn du es nicht geschafft kriegst, in der zweiten Runde ziemlich gut zu ziehen. Wir fangen erstmal mit den Neckern an, weil sobald eine Flotte auf dem Feld ist, sind die Neckar quasi tot. Sobald die Flotte auf dem Feld ist, sind die Neckar tot. Das wollen wir verhindern. Der Drummond Berserker. Oh, bitte die Larve. Satz mit X. Das war wohl nix. Jetzt die Frage, will ich erstmal gedeihen lassen und meine Gedeiher safen? Ich meine, ich könnte jetzt Bruxa ausspielen, aber Bruxa wäre mir jetzt auch nicht so toll gefallen. Was hätte ich noch für Optionen? Ich könnte versuchen, das Trigger. Strigger wäre gut, Hund wäre gut, Wehrkater wäre gut, Jiggeln wäre gut. Ich könnte den Nagelfahr versuchen. Ja, wir machen Nagelfahr. Alpha-Werwolf ist gut. Das Uncrate Langschiff. Okay. Das ist jetzt nämlich auch dieses Komische. Die Gedeihenkarten in der vorderen, also wenn du die Gedeihenkarten ausspielst, die in der vorderen Reihe triggern noch ganz normal, aber da Bruxa in der hinteren Reihe liegt, die triggert nicht mehr die Frucht. Das ist das, was halt irgendwie so merkwürdig ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Reiter ausspiele, würden alle triggern. Weil es kommt erst, dass die vorne triggern, dann kommt der Schaden aufs Schiff und dann kommt die hintere Reihe, die triggert. Ich finde die Interaktion immer noch sehr merkwürdig. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Karte vorne ausgespielt hätte, hätte der nicht getriggert, der Neckar. Da hätten alle anderen getriggert wegen den drei Punkten, aber der vorne auf vier hätte nicht getriggert. Nee, das ist die Interaktion. Es triggert immer von, also die Reihenfolge ist vorne links nach rechts und hinten links nach rechts. Aber das ist trotzdem sehr komisch. Ich kenne die Reihenfolge, aber das Problem ist, es ist trotzdem sehr komisch, weil der Reiter hat halt vorne getriggert, hat dann den Schuss bekommen und dann erst hinten getriggert. Das heißt, es war quasi Gedeihen-Triggern, Karte hat dann den Schaden bekommen und dann hinten Gedeihen-Triggern. Also ich finde die Reihenfolge immer noch sehr fragwürdig da teilweise. Das heißt aber auch, dass wir den vorne ausspielen können. We shall conquer this world as we have conquered countless others. Reihenfolge ist trotzdem halt sehr merkwürdig. Und er spielt auch keinen Morg, wenn er das Totem hat, wahrscheinlich. Das ist gut für uns. Goliath würde ich ganz gerne eigentlich noch erste Runde rausholen. Weil das würde ihm nur einen Zweihänder beschaffen. We'll greet him, we will. With fire and iron. Okay. Ja, also wie gesagt, das ist halt, glaube ich, du spielst sie halt hinten aus, dann triggert erstmal die vordere Reihe, dann kommt der Schiffsschaden und dann triggert die hintere Reihe. Also ich finde immer noch, das ist sehr merkwürdig, wirklich. Das ist wirklich sehr merkwürdig. Ich verstehe das halt auch nicht ganz so, das Konzept, aber das war schon von Anfang an so bei Gwent. Vielleicht, weil die Karte in die hintere Reihe gespielt wird, die vordere erstmal ausgelöst wird. Aber wenn man zum Beispiel, das ist halt immer so ein Tipp, wenn man gegen Skelly gespielt und die haben diese Langschiffe, dann möglichst die Gedeiher in die vordere Reihe und dann, was gedeihen kann, in die hintere Reihe spielen. Das ist so eigentlich der Clou. Es ist trotzdem, wie gesagt, die Interaktion besteht halt schon ewig. Und ich glaube, also von der einen Perspektive her macht es halt auch Sinn. Aber ich finde es trotzdem halt sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Okay, Doppellarve, Jiggen. Ja, Doppellarve ist mir vielleicht ein bisschen zu viel Larve. Ghoul. Ist okay, Ghoul können wir noch spielen diese Runde. Dann.
Aber quasi, wenn man halt gegen Skelly gespielt, alles was gedeiht, dann meist in die vordere Reihe spielen. Und dann die Karten, die gedeihen, auf das gleiche Punkteniveau, dann hinten spielen. Das Trigger wäre jetzt halt echt fein, aber haben wir leider nicht gezogen. Haben wir leider nicht gezogen. Wir haben auch leider unser Beast nicht gezogen, was auch ziemlich gut zum Pushen wäre. Blutadler. Jalma. Vabjörn. Hat er lebenden Hieb? Ausweichhieb würde er nicht reißen. Er muss schon den lebenden Hieb haben, ne? Das würde mich ja, aber lebender Hieb wird nicht mehr so häufig Blood gespielt. Blood. Ah, er hat die Raubflotte. Spielen wir an Elle. NL Riders, attack! Und wir haben einen Beweger, das ist sehr gut. There is no escape, der macht nämlich das Schiffchen kaputt. Dum, 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 dum. Kann immer noch haarig werden gegen Skellige. Kann immer noch haarig werden gegen Skellige. Ich glaube, er versucht auch irgendwie einen doppelten Blutdurst hinzukriegen. Dass ein Ausweidehieb auf Hiegeln reicht. Und Ansturm des Meisters dann vielleicht wie die alte Speerspitze noch benutzbar ist. Er hätte aber auch, also Jigen hätte er glaube ich so zerstören, oder? Ne, er hat nichts, was Jigen zerstören kann, okay. Okay, der Ansturm des Meisters kommt schon raus. Ansturm des Meisters für 5 Schaden benutzt, das ist natürlich nicht so schön für ihn. Das ist natürlich nicht so schön für ihn. Okay, wir machen weiter. Fressen den Eroberer. Kriegen nochmal dreifach Gedeihen. Das ist einfach schön, wenn jede Karte, die du ausspielst, sowieso schon eine hohe Stärke hat und dann nochmal 3 Punkte extra kriegt. Da er morgen nicht spielt, ich würde sogar noch Oswald benutzen. Da haben wir nur leider für die nächste Runde nicht mehr wirklich sehr viel. Aber man muss auch erstmal aufholen. Es sei denn, er benutzt jetzt natürlich irgendwie Harald und Anführer. Dann würde ich mir Oswald noch überlegen. Aber er liegt halt mit 24 Punkten schon hinten. Und Harald hat jetzt auch nicht die besten Karten zum Wiederbeleben. Seine Veteranentext ticken auch noch nicht wirklich so hart rein. Okay, wir benutzen Anführer. Tomorrow I'll drink with our forefathers. Und ein Hemdal. The time has come. Okay, hat die Rüstung leider getroffen. Selbst ein Harald würde das jetzt nicht aufholen. Weil er einfach nichts Gutes zum Wiederbeleben hat. Das heißt, wenn er Harald hat, dann muss er ihn auch ausspielen. Wenn er jetzt noch 2 schlechte Karten hat, dann wird es sehr holprig für ihn. Ansturm ist raus, Gjordal ist raus, Jalmar kann nichts Gutes zum Werfen. Harald hat nicht so was Tolles zum Wiederbeleben.
Und ich denke, mit einer Karte sollte er es nicht schaffen. Weil Morg wird, wenn Totem gespielt wird, meistens nicht gespielt. Da ist der Harald. Down on your knees and beg for mercy. Das ist die letzte Karte. Gallagher! Der Jalmar. Das reicht nicht aus, er hat nichts zum Werfen. Kim, ein Punkt. Dun, dun, dun. Dominanz gezeigt. Das ist dieses Monster-Gedeihendeck. Ne? Es ist halt so simpel zu spielen. In den meisten Fällen, wie gesagt, das ist halt auch, entweder du gewinnst 2-0 oder vielleicht sogar mit einem 2-1, ne? In einer kurzen Runde, in einer ganz kurzen Runde. Aber in der langen Runde hat das Deck eigentlich absolut keine Chance. Wenn du die erste Runde nicht gewinnst, wenn du gegen Nördliche Königreiche oder sonstigen Engine-Deck spielst, du hast in dem Deck halt zwar immer noch deine Gedeihenkarten, was auch auf der langen Runde ganz gut sein kann, aber das Beste ist tatsächlich immer noch die kurze Runde und dann wirklich mit Pump, Pump, Pump. Engines, die überdauern. Das kann auch ganz gut sein. Auch wenn die sich zurücksetzen, du hast für die nächste Runde die Engines. Will be your gravestones. Getulis, ja. Nördliche Königreiche mit Engines haben einmal auch relativ gut funktioniert, das weiß ich noch. Okay, Scharfschützenhinterhalt. Wir brauchen beide Ghule nicht. Weil die Ghule sind für den Anfang keine guten Karten. You annoy me. Oh. Der halbelfische Jäger. Mensch, die ist aber schön. Dun, dun, dun. Ein Heiler. Oh, my little egg. Okay. In der ersten Runde sind Neckar und Larven, gerade wenn er nicht viel Angriff hat, können die noch relativ stark sein. Oh, bitte. Junge! Na, einen okay getroffen, eigentlich so gut getroffen. Ja, er kann mit Gift spielen. Gift ist nicht so schlimm. Ich weiß aber nicht mal, ob er mit Gift spielt. Es kann auch die Liste, weiß nicht. Dun, dun. Gift würde uns nur am Anfang nicht mehr so hart treffen. Yes, Duan. Okay. We will take back what was stolen. So, wir können ja erstmal Ruhe machen, oder? Was ist, wenn er passt? Also ich meine, Jägen wird uns jetzt nicht aufholen lassen, oder? Jägen sind. Wie viele Punkte brauchen wir? 18. Jägen werden 17 nur. Weil er kriegt dann noch eine Blutung. Aber Jägen würde nicht mal reichen, also müssen wir den nicht mal ausspielen. Der Offizier. Ryan! Okay. Noch kann er passen. Er wird auch die erste Runde nicht gewinnen. Weil wir haben immer noch Jigen und Co. Also wir haben noch so starke Einheiten. Wir hätten natürlich nur auf Even gewinnen können. Hätte ich ein bisschen mehr Tempo ausgespielt, aber nee. Jetzt müssen wir natürlich noch gucken. Also ich will Szenario rausholen und möglichst das Elfenpaket, was gut miteinander funktioniert. Das heißt die Goldkarten. Larian ist zumindest schon raus, was relativ toll sein kann. Drowner. Reiter. Okay, Reiter. Ghoul ist auch okay. Wir haben nur leider wenig Gedeiher. Okay. Elfen sind gar nicht mal so verkehrt. Ocelot, Elfen kann man eigentlich okay spielen. Gegen einige Decks können Elfen relativ gut sein gerade. Gerechtigkeit.
We'll put Mahakam boots to Imperial arses. Also ich würde Elfen tatsächlich nicht unterschätzen. Aber die Goldkarten sind dafür umso besser. We await the signal. Till then, don't budge. Okay. I shall break your soul horn, beast. We shall conquer this world as we have conquered countless others. Ich will auch sein Goldpaket so ein bisschen rauslocken, ne? Also Yavin, Isengrim und Vennossil, das sind so die wichtigen Karten, die ich sehen will. Meine Gerechtigkeit ist ja auch schon raus. Wir haben auch beide für die erste Runde halt relativ wenig ausgegeben, das heißt, er kann auch eine ganz gute Hand haben, ne? Er hat kaum Goldkarten ausgegeben. Goldblattpack. Your bet will avenge us, Duan. Ich meine, selbst wenn er eine Karte mehr hat in der kurzen Runde, wenn er seine Anführer und seine Elfen nicht hat, dann macht das Deck relativ wenig Punkte im Vergleich zu uns. Das heißt, selbst wenn er eine Karte mehr behält, ist es nicht so schlimm für uns, wie es vielleicht sein sollte. Für ihn. Jigen würde auch wahrscheinlich sterben, ne? Davon gehen wir mal aus. Slaughter them to a man! Ist aber nicht so schlimm. For King Oberon, for Tir Nalir. Toru wird er wahrscheinlich noch auf der Hand haben. Coexistence, no such thing. Wir fressen mal den Greifen. Believe I heard more coin clinking about in that. Vielen Dank, Kongvents, für die 5 Euro. Danke dir für die Genesung des Kätzchens. Kätzchen macht sich relativ gut. Ne? Ich zwar immer ein bisschen panisch, aber ich glaube, die wird wieder. Okay, der Ruf. Elias. Zerstört nur Zweier, generiert noch mehr Elfen. Clearly I've a weakness for old wenches. Jetzt müssen wir gucken, wie viel macht Isengrim. Isengrim macht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 Punkte. Das heißt, der Isengrim würde halt noch ausreichen. Frage ist, ob ich passen sollte und für die nächste Runde halt einfach meinen Osmil behalte. Selbst wenn er noch Vennossil und Isengrim hat, Yavin ist raus. Und wir haben eine Karte weniger, aber das ist egal. Weil wir haben immer noch unsere Anführerfähigkeit. Oswald ist super Punkte. Wir brauchen Speerspitze. Und Goliath, wenn es möglich ist. Ghoul ist okay. Speerspitze ist super. Ja, Necke habe ich tatsächlich ein bisschen Angst. Sind mir auch zu langsam. Also ein Goliath oder eine alte Speerspitze würde mehr Punkte machen. Ne? Greif ist auch nicht so toll. Okay, Goliath. Goliath kann er natürlich nur kaputt machen, oder? Kann er Goliath noch kaputt machen? Ich denke eher nicht. Da ist Vennossil. So, wir haben leider nur noch eine 7er zum Fressen. Mm-hmm.
Frage ist auch noch, ob er sowas wie Hitzewelle spielt, ne? The time of the white frost and white light is nigh. Frage ist auch noch, ob er sowas wie Hitzewelle spielt. Ja, es kann knapp werden. Also Isengrim macht immer noch ganz gut Punkte. Isengrim sind momentan 10 Punkte. Zian, hätte er mal früher blockiert. Yorvith will guide us. Okay. Isengrim sind aber nur 10 Punkte und Goliath sind auch 10 Punkte. Das heißt, wenn er nur den Isengrim hat, dann wird er nicht gewinnen. Eine Hitzewelle würde auch nicht ausreichen. Das ist der Isengrim. Das sind sogar 11 Punkte, 12, aber reicht nicht aus. Elfen, wenn du halt wirklich die Goldkarten so ein bisschen teilen kannst, haben Elfen nicht sehr viele Punkte. Da ist die Karte weniger, ist nicht so wichtig. Da ist die Karte weniger nicht so wichtig. Armwestfalien. Okay. I heard you're a fan of my work. Ardently so. Spielen gegen Zusammenkommen. Dun dun. Wir haben Reiter, was schon relativ toll ist. Bruxas für den Anfang jetzt nicht so schön. Ghoul. Wir brauchen keine zwei Greifen für die ersten Runde. Und ich würde vielleicht auch sogar den Ghoul noch ablegen. Neckar. Dun dun dun. Abend Raventhal. Dun 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 dun. Every lock holds the key to. No, wait. Okay, das ist ein Problem. Weil der sind 9 Punkte, das heißt, er hat extrem viele Karten. Das heißt, unsere Necker werden wahrscheinlich draufgehen, aber ist auch egal. Aber er hat extrem viele Verbrecherkarten. Seine ganze Hand besteht eigentlich fast nur aus Verbrecherkarten. Das kann aber auch ganz gut für uns sein in der ersten Runde. Aber er hat bestimmt die Gerechtigkeit, ne? Ich habe 2 Tage überhaupt nicht gespielt, Westphalien. Er benutzt die Flamme in der ersten Runde? You are worthy neither of mercy nor forgiveness. Warte, die Überlegung ist. Ja, wobei, ich glaube, ich hole mir erstmal dich raus. Den Greifen. Der will Dominanz zeigen, ja. Ich glaube, der will die erste Runde auf jeden Fall gewinnen. Weil ansonsten hat er ein Problem, wenn wir ihn pushen. Now this is a knife. Okay. Senior. Senior bringt aber nicht sehr viel, er verwandelt ein. A child's scar. Und wir haben Redcoin, wir können Jägern safe ausspielen. Das ist das Schöne. Jetzt hätten wir sogar das Biest. Mit seinen 6 Pünktchen. Also sieht man, steht manchmal so da, als hätte er einer von Lokus aufgeschaut. Yes, you. Have you made your offering? Hm, noch eine Gemeinde. Greater donations beget greater blessings. Ha! Yet another horn for my collection. Wir können leicht aufholen. Auch wenn er noch die Flammen... Gut, jetzt wäre Werkater gut. Ja, spielen wir leider an dem Deck nicht. Können auch nicht sofort doppelt auslösen. Also er könnte die Priester dann halt nochmal verwandeln und alles.
Kraft alles hoch. Weil wenn wir die alte Speerspitze auspacken, das sind 12, 15, 17, 19 Punkte, wird nicht ausreichen. Also können wir eigentlich auch erstmal einen Goliath spielen. Oder noch einen weiteren Anel-Eroberer, aber dann wird sich unser Hund erstmal, doch der Hund wird sich noch weiter hochbuffen. We shall conquer this world as we have conquered countless others. Stärker die Karten zum Pushen sind, desto besser ist es natürlich auch für uns. Okay. Moin Mios, ja, wir spielen Gedeihen, Monster. Wie leicht wir da hinterherkommen und Flamme ist auch schon raus. Warum benutzt der Payday auf die Larve? Ah, ich weiß, was er machen will. Er hat eine Schlägerei. Ist die Frage, ob ich die Schlägerei blocke. Ansonsten wird die Schlägerei halt nicht sehr viele Punkte machen. Höchstens hier 7, 8, 9. Aber so, ja, so wird die Schlägerei aber auch nicht viele Punkte machen. Wir spielen mal Jigen dazwischen, oder? Ne, wir spielen mal Speerspitze dazwischen. Da ist die Schlägerei. Okay, aber wir haben noch den Jigen. Okay, gehen wir in die letzte Runde, mein Freund. Kurze Runde für dich, was für Zweif nicht so toll ist. Müssten halt aber auch noch wahrscheinlich ganz gut ziehen. Ist okay. Ah, ich hätte eigentlich ganz gerne noch Oswald, aber wir können auch schlechter ziehen. Ne? Also lassen wir die Hand mal so. Wir könnten schlechter ziehen. Und wenn er jetzt wirklich schlecht gezogen hat, dann hätte er wahrscheinlich ein Problem. Ich weiß nicht, ob er Helvi Jack hat, ob er seine Verbrecherkarte da noch hat, ne? Knöchelknacker, der ist erstmal weg. Je weniger Einheiten, desto weniger gibt halt aus seinen Tag des Zorns. Tote Gerechtigkeit. Wir sind immer nicht so wirkanfällig wie er. Also wenn eine Karte noch Tag des Zorns ist, dann sieht es halt echt sehr mau für ihn aus. You, yes, you, have you made your offering? Da ist der Jack. Humanity will perish, while the few survivors will be like animals. Okay, letzte Karte ist Tag des Zorns. Die gibt ihm 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Punkte. Das heißt, er müsste mit einem Punkt gewonnen haben. Ne, unentschieden. Unentschieden. Nee, er kriegt ja die eine Münze nicht, weil Jack nicht in seiner letzten Form ist. Ha, vergessen. Jack gibt ja nur die Münze, wenn er in seiner letzten Form ist. Easy. Easy. Aber er hat schon richtig gemacht, ne? Also er hätte die erste Runde gewinnen müssen, weil wenn er die erste Runde nicht gewonnen hätte, dann, oder halt zumindest ein Unentschieden versuchen zu können. Also er musste schon hart Tempo ausspielen. Ansonsten ist es halt echt schlecht für ihn. Kurze Runde wird er nicht gegen uns überleben. Skelliger. You've got the heart of an Uncrate. Selbstschön, Skelliger. Alex, Brillen tauschen. Welche willst du haben, Alex? Silber oder grün? Grün könnte nur interessant werden, weil wir haben den Greenscreen halt, ne? Das heißt, die grüne Brille wird wahrscheinlich ein bisschen ausgekielt da. Okay, Necker legen wir mal ab.
Gu legen wir noch ab. Zwei Bruxas. Die grüne, okay. Die muss ich gleich mal holen. Warte mal, ich kann die eigentlich jetzt schon aussetzen. Oh, er gibt direkt Gas hier mit Ceres. Okay, es ist ein Lippi. Die Frage bei Lippi ist überhaupt, ob ich da Hardcore alles benutzen will oder ob ich es vielleicht mir kneife. Weil Lippi ist auch in der kurzen Runde ziemlich stark. Und wenn er Ceres hinkriegt, ich weiß nicht, ob ich gegen Lippi sogar pushen will. Für was soll ich die ausgeben, Serial Chiller? Also, ich kann die halt für nichts ausgeben. Ich habe alle Karten animiert und ich kann halt für nichts ausgeben. Das ist das Problem. Ich habe alles. Gib sie mir. Ich kann die leider nicht verschenken. Wenn ich es könnte, würde ich sie verschenken. Aber ich kann sie leider nicht verschenken. Alle wollen sie nur meine Fetzen. Aber niemand wollen sie Kafu. Okay. Hingegen dasselbe Problem mit dem Pushen könnte er auch haben. Also passen wir jetzt mal. Moment. Alex wollte die grüne Brille haben. Ja, das ist nämlich das Problem an der grünen Brille. Die wird jetzt so ein bisschen ausgeblendet. Also man sieht das Grün nicht. Wegen dem Greenscreen. So, wir haben die Reiter. Aha, aha, aha. Du bist ganz gut. Greif würde ich ganz gerne auf diese Runde vielleicht ablegen. Ghoul können wir behalten. Ich denke auch, wir können die Reiter ablegen. Ja, ich habe alle Karten und ich habe alle Karten mit Animation. Und ich habe immer noch diese Menge an Fetzen, ich habe immer noch diese Menge an Erzen, ich habe immer noch diese Menge an Staub. Die nächste Erweiterung werde ich auch wieder komplett alle Karten kriegen. Einfach irgendwann, wenn du Gwent spielst, die ist jetzt schwarz. Ja, die ist jetzt schwarz. Da kann man sogar hier den Hintergrund sehen, ne? Also wenn ich jetzt über die Karten gehe, dann müsstest du dir da was hinter sehen können. Don't you pester me. Okay. Was hat er abgeworfen? Nero hat er abgeworfen. Das Einzige, was ich mir halt noch holen kann, sind halt so die Anführerskins und die kannst du nicht mit Staub oder so holen, ne? Gerade die 5000 GG-Quest gemeistert. Das ist nicht so schlimm. Jetzt die Frage halt, will er pushen oder will er nicht pushen? Wie viel Geld habe ich in das Spiel investiert? Kann ich nicht sagen. Okay, er will nicht pushen. Dann... Das wird uns zwar weniger bringen, aber wir fressen einfach jetzt mal seine Ceres. Damit er die nächste Runde einfach nicht hat. So, dann hat er eine Ceres weniger. Dann kriegt er halt automatisch 7 Punkte weniger am Ende heraus. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Das ist das erste Mal, dass wir im Deck wirklich die lange Runde eingegangen sind, ne? Aber wir haben die Gedeihenkarten. Wir hätten vielleicht sogar noch ein paar mehr Engines als Lippi. Und wir haben unser Beast. Frage ist nur, ob er sowas wie Hitzewelle spielt. Okay, Greif. Nagelfar gefällt mir ganz gut, weil Nagelfar... Ich hätte ganz gerne Auberon, Jigen. Die Karten hätte ich ganz gerne noch. Larven würde ich behalten. Ich würde eher Neckar ablegen, weil Neckar gehen wahrscheinlich zu schnell drauf. Oder wir behalten auch Neckar. Ist es zu greedy, wenn ich Neckar auch behalte? Vielleicht, aber vielleicht auch nicht.
Wir behalten sie mal. Okay. Also ich habe bestimmt auch schon, also wenn ich überlege, ich habe für jede Erweiterung den Vorbestellerbonus geholt. Oh, er hat einen Morg gezogen, er hat sich auch noch gebrickt. Er hat sich auch noch gebrickt. Wie viele Erweiterungen hatten wir jetzt schon? 1, 2, 3, 4, 5 Erweiterungen. Das sind schon alleine, sage ich mal, so 250. Also 300 Euro kann man bestimmt sagen, wenn nicht sogar mehr. 350 Euro. Das, der Punkt ist aber auch, ich nehme halt auch durch Gwent natürlich eine Menge ein, weil ich streame das ganze Spiel ja. Time for some marauding. Und dadurch kriege ich halt auch immer so ein bisschen Geld dann. Ne? Also von daher, ja, ich habe natürlich schon eine Menge reingesteckt, aber ich habe auch durch das Spiel eigentlich schon eine Menge verdient. Dun, dun. Fluch der Verdorbenheit. Das ist nicht mal wirklich schlimm. Das heißt aber auch, er wird wahrscheinlich mit Hitzewelle spielen, aber es ist auch nicht so schlimm. Lebenden Hieb hat er sogar. Okay, nächste Runde Auberon rausholen mit Doppelgedeihen. Das wäre echt schön. Weil wir machen ja trotzdem noch mehr Punkte als er, ne? Okay, Speerspitze ist auch okay. Er kann nicht Antworten für alles haben und selbst wenn, wir kriegen ja immer noch 5 Punkte für jede Karte aus. Ich würde gerne meine Scherben in Euro umtauschen. Wer würde das nicht? Ich würde ganz gerne meine Fetzen in Euro umtauschen. The head. A fitting gift for our king. Merchants hatte aber ein Nachbestellerpaket, also die Erweiterung war zwar direkt da, aber du konntest trotzdem noch danach was in die Erweiterung reinstecken halt. So. Greif. Wir gedeihen uns fröhlich hoch. Also Lippi hat wirklich auf einer langen Runde eigentlich kaum Engines, ne? Er hat noch Wildkahl, er hat noch Oniromantie, womit er sich die halbe Ceres da rausholen kann. Aber selbst das wird wahrscheinlich noch relativ happig für uns. Selbst wenn er jetzt noch Hitzewelle hat. Weil wir liegen mittlerweile schon mit knapp 40 Punkten vorne. Da sind die Shield Mains. Dadurch, dass halt Ceres fehlt, fehlen da halt extra 7 Punkte. Give them no rest. No reprieve. Das ist schon hart. Wildkahl wird er noch haben, aber was ist die letzte Welle, selbst bei einer Hitzewelle? Lippi ist halt auf einer langen Runde, kannst du Lippi knicken. Ja, Hitzewelle. Die letzte Karte ist Wildkahl. Und selbst Wildkahl komplett ausgelöst mit dem Anführer sind 18 Punkte, wird er niemals erreichen. Lippi hat halt einfach nichts für die lange Runde. Wenn er gepusht hätte, hätten wir trotzdem eine sehr starke kurze Runde gehabt. Man muss nur wissen, wie man gegen Lippi spielt. Dann kann man die leicht aushebeln. Okay. Gut. Gedeihenmonster für Rang 2. Laufen relativ gut. Also Gedeihenmonster sind sehr, sehr stark eigentlich. Ne? Hätte ich jetzt nicht so gedacht. Aber das, der Hauptteil an diesem Deck ist es einfach, dass du ziemlich gut pushen kannst, was das Deck momentan rettet. Und das ist halt momentan gegen einige Decks relativ gut. Wenn du dieses Pushen halt nicht hast, dann ist es natürlich nicht so schön. Lange Runden gegen Engine-Decks wirst du so gut wie kaum bestehen, auch wenn du halt noch immer das Gedeihen hast. Ja, Lippi ist sehr Coinflip-abhängig. Lippi braucht auch den Red Coin, um richtig gut zu funktionieren, ne? Hello. No, I fear this is no dream, my friend. Didn't actually think I would forget about you, did you?
Me, who with but a whisper can swell a wave, start a chain of events with consequences momentous. No, I never forget. And it's high time to pay the piper.